Gut, vielleicht lassen Sie mich kurz zusammenfassen, meine Damen und Herren, wenn Sie erst jetzt eingeschaltet haben, was bisher heute geschehen ist. Doch einigermaßen überraschend ist am Vormittag Oberösterreichs Landeshauptmann Stelzer an die Öffentlichkeit getreten und hat verkündet, dass es aufgrund der Infektionszahlen in seinem Bundesland und im Nachbarbundesland Salzburg doch einen harten Lockdown braucht. Man also nicht mehr mit anderen Maßnahmen durchkommt, um die Situation in den Spitälern und vor allem auf den Intensivstationen in den Griff zu bekommen. Überraschenderweise ist kurz darauf Salzburgs Landeshauptmann Haslau an die Öffentlichkeit getreten, der diese Idee mitgetragen hat, aber darüber hinaus auch für Schulschließungen plädiert hat, was wiederum zu einem Widerspruch mit dem von seiner Partei stammenden Unterrichtsminister Fassmann geführt hat. Der ist nicht dafür, die Schulen zuzusperren. Er argumentiert dafür oder damit, dass gerade in den Schulen eine gute Beobachtung des Infektionsgeschehens möglich ist. Man also sehr schnell erkennt, wenn es funktioniert, das Testen, wo sich allenfalls Cluster bilden und man darauf dann rasch reagieren kann. Das ist das eine Argument. Und das andere, da unterstützen ihn natürlich sehr viele Expertinnen und Experten aus dem Bildungsbereich, sind psychosoziale Argumente, dass die Kinder ohne dies schon sehr viel versäumt haben. Und gerade die, die aus sozial schwächeren Familien kommen, wo die Möglichkeit nicht besteht, sie zu begleiten, sie beim Lernen zu helfen, dann allenfalls noch weiter zurückfallen können. Das also jetzt der Stand der Dinge. In Diskussion natürlich, ob dieser Lockdown, der für die beiden Bundesländer ins Treffen geführt wurde und jetzt einmal von den beiden Landeshauptleuten nur ausgerufen wurde, ob es da zu einem Lockdown kommen könnte, der ganz Österreich betrifft. Und das hätte dann natürlich für viele Menschen weitreichende Folgen, vor allem jetzt in der Zeit der vorweihnachtlichen Einkäufe, in der Zeit, in der viele disponieren müssen im Gastronomie- und Bereich des Handels. Und da werden wir jetzt sicher einiges erfahren, denn jetzt gerade ist Landeshauptmann Haslauer, der Salzburger Landeshauptmann, vor die Öffentlichkeit getreten, um uns die Pläne für einen Lockdown in seinem Bundesland zu erläutern. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, es ist Ihnen bekannt, dass wir als Salzburger Landesregierung uns zwei Ziele gesetzt haben. Erstens die Aufnahmefähigkeit und Handlungsfähigkeit unserer Krankenanstalten im Land zu gewährleisten und zweitens, falls irgendwie möglich, einen Lockdown zu verhindern. Angesichts der Infektionszahlen von heute mit annähernd 2500 neuen Infektionen bleibt uns nichts anderes übrig, als einen Lockdown für das Land Salzburg zu verfügen. 2500 Infektionen in dieser Dynamik bedeutet, dass wir sehr intensiv darauf zu achten haben, dass unsere Krankenanstalten handlungsfähig bleiben, in den Intensivstationen, in der gesamten Pflege, dass, wenn möglich, eine Triagierung auch vermieden werden kann. Daher haben wir gar keine Alternative, als diesen Lockdown zu verhängen. Wir haben uns, und Sie wissen, wie sehr ich darum mich bemüht habe und gekämpft habe, uns sehr bemüht, diesen Schritt nicht zu gehen. Wir haben einen Lockdown als eine große Beeinträchtigung der Bevölkerung gesehen, aber jetzt bleibt uns keine andere Wahl. Es ist ein strenger Lockdown, der im Wege über die Bundesregierung für die Länder Oberösterreich und Salzburg über unser Ersuchen verfügt werden soll. Warum haben wir dieses Ersuchen getätigt? Damit absolut gleiche Bedingungen in Oberösterreich und Salzburg herrschen, damit auch die parlamentarischen Wege eingehalten werden, denn das geht nur mit Zustimmung des Hauptausschusses, und damit auch eine Grundlage für jene Bundesländer geschaffen wird, die allenfalls dann in weiterer Zukunft ebenfalls in einen Lockdown gehen müssen. Wir haben eine gute Chance. Wir haben die Chance, dass mit fortschreitender Impfung wir aus dieser Situation herauskommen. Wir brauchen Zeit. Wir brauchen Zeit, dass die Maßnahmen greifen. Sie wissen, wir haben jetzt seit 14 Tagen, bis der Lockdown in Kraft tritt, das wird am Montag sein, die 2G-Regel. Wir haben seit Montag dieser Woche in Salzburg die strengsten Maßnahmen mit Oberösterreich gemeinsam
In Österreich extensive Maskenpflicht, kein Gastkonsumation von Speisen und Getränken im Stehen. Das wird auch eine Wirkung haben. Und wir haben gute Fortschritte beim Impfen, sowohl was die Erstimpfungen als auch was die Auffrischungsimpfungen betrifft. Aber die Zeit, bis diese Maßnahmen greifen, hat offensichtlich das Spital, die Krankenanstalten nicht mehr. Und daher mussten wir heute reagieren. Gestern und vorgestern hat sich die Situation für uns noch anders dargestellt. Da waren wir der Meinung, es geht, wir kommen durch. Wir hatten gestern und vorgestern Infektionszahlen von 900.000 mit leicht sinkender Tendenz. Aber mit der Entwicklung von heute, mit dieser Dynamik, ist dieser Weg nicht aufrechtzuerhalten. Ich sehe diese Maßnahme auch als eine Chance für uns alle, wieder in ein normales Leben zurückzukommen. Wir brauchen Sie, liebe Salzburgerinnen und Salzburger, dass wir gemeinsam diese Chance nutzen, durch die Impfung, die Auffrischungsimpfung, ganz wichtig, den dritten Stich, aber genauso die Erstimpfung dazu beizutragen, dass wir möglichst bald, wenn irgendwie geht, noch vor Weihnachten aus diesem Lockdown herauskommen. Ich sage dazu, dass es auch Begleitmaßnahmen geben muss. Ich setze mich sehr dafür ein, dass österreichweit auch ein Belohnungssystem für Impfungen eingeführt wird, in monetärer Art und Weise. Die Details werden derzeit diskutiert. Und ich glaube, dass unsere Anstrengungen, das Impfen vorwärts zu bringen, Früchte tragen werden. Aber es wird, das muss uns klar sein, nur funktionieren, wenn wir bei den Impfungen weiterkommen. Lassen Sie mich an dieser Stelle meinen Dank ausrichten an alle, die im Gesundheitswesen tätig sind, aufopfernd tätig sind, an alle Impfen, die impfen, an das Rote Kreuz, an die niedergelassenen Ärzte, an alle, die mit der Organisation tätig sind, an die Salzburgerinnen und Salzburger, die immer die Regeln eingehalten haben und jetzt wieder sich in einer Situation vorfinden, die leider im Interesse der Gesundheit von uns allen, der Geimpften und der Ungeimpften auf den Spitälern erforderlich ist. Vielen Dank. Danke sehr, Herr Landeshauptmann. Jetzt kommt nun Landeshauptmann Stellvertreter und Gesundheitsreferent Christian Stöckl. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, es ist eine sehr strenge Maßnahme natürlich, der Lockdown, die strengste Maßnahme, aber ich werde nicht müde, um für die Impfung entsprechend Werbung zu machen, denn nur die Impfung wird uns langfristig aus dieser Pandemie bringen. Die erste und die zweite Impfung, das ist einmal ganz wichtig, die Vollimmunisierung zu erreichen. Die Impfung wirkt, das sehen wir ganz klar seit vielen Monaten auf unseren Covid-Stationen und in den Intensivbetten, in der Belegung. Zurzeit haben wir von den 31 Personen, die sich auf den Intensivstationen befinden, 27 ungeimpfte Personen. Und von den 4 Personen, die geimpft sind und auf der Intensiv gelandet sind, sind praktisch alle Risikopatienten. Entweder vom Alter her oder eben von den entsprechend schweren Vorerkrankungen. Also die Zahlen sprechen ganz klar für die Impfung und deshalb mein Appell an die Bevölkerung, wer sich noch nicht impfen lassen hat, jetzt ist es absolut höchste Zeit, sich impfen zu lassen. Wir werden entsprechend das Impfprogramm auch ausbauen. Der Herr Dr. Busch wird dann noch ein paar Details dazu nennen. Aber was jetzt als zweiter Part bei den Impfungen wichtig ist, das ist der Drittstich. Israel hat es gezeigt, der Drittstich ist der Stich, der dann die Langzeitwirkung oder eine auf jeden Fall mittelfristige und längere Wirkung entsprechend dann bewirkt. Und diese Drittimpfung sind wir seit September dabei, die zu geben und zu ermöglichen. Und seit dieser Woche haben wir mit noch Beratungen mit unseren Experten auch beschlossen, dass wir für alle Vakzine, die 4-Monat-Frist einführen. Das heißt also, von früher hat es ja geheißen 9 Monate, dann 6 Monate. Wir haben jetzt gesehen, dass nach 4 bis 5 Monaten
die entsprechende Wirkung stark nachlässt. Und daher bieten wir jetzt nach frühestens 4 Monaten die entsprechende Impfung an. Und diese Drittimpfung ist eben ganz wichtig, damit diese Boosterung dann auch entsprechende Wirkung zeigen kann. Und ist jetzt natürlich auch der Aufruf an alle, die schon geimpft sind, auch diese Drittimpfung sich geben zu lassen. Und wie gesagt, wir werden die entsprechenden Möglichkeiten ausbauen. 7 Tage die Woche in allen Bezirken wird es verstärkte Möglichkeit geben, sich den Drittstich geben zu lassen und natürlich auch den Erststich, den Zweitstich, der notwendig ist. Aber wichtig ist die Impfung, nur die Impfung bringt uns endgültig dann und dauerhaft aus der Krise, denn Lockdowns sind, wie es sich gezeigt hat, ganz deutlich gezeigt hat, Maßnahmen, die eine gewisse Zeit wirken, aber dauerhaft kann uns nur die Impfung aus dieser Pandemie führen. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Gesundheitsreferent. Als nächstes kommt Landesanwärter, ich glaube, ein Dr. Petra Juhers, sie kommt direkt aus der Sitzung der Ampelkommission. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Sie können mir glauben, seit ich das letzte Mal am Freitag hier gestanden bin, habe ich einige schlaflose Nächte hinter mir. So ein Lockdown für alle, wie er jetzt ausgerufen wird für Salzburg, ist natürlich eine Maßnahme, die sich alle Beteiligten sehr, sehr gut überlegen. Die politischen Verantwortungsträger, aber natürlich auch aus fachlicher Sicht, ist es ein schwerer Schritt zu sagen, ja, das ist jetzt notwendig. Ich komme, wie der Herr Magister Wieser gesagt hat, gerade aus der Ampelsitzung und ich kann Ihnen sagen, die Situation ist natürlich in allen Bundesländern nicht rosig, aber das steht auch fest, Salzburg und Oberösterreich stehen da jetzt einfach an der Spitze und es ist sicher richtig, dass diese beiden Bundesländer jetzt auch wirklich diesen schweren Schritt setzen. Wichtig für uns alle ist natürlich, dass wir jetzt die Impfbereitschaft vorantreiben. Da wird der Dr. Pusch dann ja was dazu sagen. Nur es muss einem klar sein, auch ein dritter Stich oder eine Erstimpfung schützt ja nicht unmittelbar danach. Das heißt, wir haben eine gewisse zeitliche Verzögerung, bis die Personen, die jetzt Gott sei Dank zur Impfung gehen, dann auch wirklich geschützt sind. Und in Wirklichkeit sind die 9 Fälle von heute die Patienten, die in 1, 2, 3 Wochen im Spital liegen oder auf den Intensivstationen landen. Das heißt, wir haben da immer diese zeitliche Verzögerung, die wir mitbedenken müssen. Und nachdem wir die Zahlen der letzten Tage auch gesehen haben, wie die Hospitalisierung ansteigt, wie die Fallzahlen ansteigen, ist es aus meiner Sicht absolut notwendig, dass man da jetzt wirklich die Notbremse zieht, dass man durch das harte Mittel des Lockdowns wirklich versucht, das Infektionsgeschehen einmal abzubremsen, weil das unweigerlich wirklich in eine Katastrophe führt, vor allem auch fürs Gesundheitssystem. Und wir könnten alle davon betroffen sein, dass notwendige Betten, dass notwendige Pflegepersonen, dass notwendige Ärzte dann für Versorgungen fehlen. Daher, so leid es mir tut, auch für die Bevölkerung, wir hätten gern vor allem den Geimpften erspart, dass sie auch wieder Freiheitsbeschränkungen auf sich nehmen müssen. Aus jetziger Sicht muss man sagen, das ist jetzt einfach wirklich ein Gebot der Stunde. Anders werden wir diesen Anstieg der Fälle einfach nicht bremsen können. Vielen Dank. Danke sehr, Frau Landesanwärterin. Ich glaube, Sie haben schon mehrmals gehört, es geht vor allem ums Thema Impfen in den nächsten Tagen und Wochen. Bitte sehr, Herr Dr. Pusch, er ist Impfkoordinator hier beim Land Salzburg. Die Covid-19-Schutzimpfung ist unser Weg aus der Pandemie und ich möchte betonen, es ist der einzige Weg, der uns aus dieser Pandemie führen wird. Wir haben in den letzten 4 Wochen im Land Salzburg eine Vervierfachung der Impfzahlen verzeichnen können. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Dynamik jetzt beibehalten und die Impfzahlen weiter steigern. Wir werden dafür im Land Salzburg ermöglichen, dass wir an 7 Tagen in der Woche Impfoptionen zur Verfügung stellen können. Das heißt, Impfungen, Covid-19-Impfungen sind jeden Tag in der Woche möglich. Wir haben ein sehr flexibles und regional sehr gut aufgestelltes System aus 400 Impfordinationen, insgesamt 9 Impfstraßen und weiteren Impfstellen, auch zahlreichen Sonderaktionen. Insgesamt stellt es sich so dar, dass wir zusätzlich zu den bereits eingerichteten Optionen allein diese Woche über 90 Sonderimpfaktionen im Land haben. In der nächsten Woche werden das über 100 Sonderimpfaktionen sein. Wir werden zusätzlich zu den existierenden Impfstraßen diesen Samstag eine große Impfaktion nochmal am Flughafen haben
und werden am Sonntag auch unsere Kapazitäten weiter ausbauen. Das heißt, wir werden jedem interessierten Salzburger selbstverständlich eine erste, eine zweite oder eine dritte Impfung anbieten können. Ich glaube, wir sind ganz hervorragend aufgestellt und freuen uns über jeden, der kommt. Wie gesagt, die Covid-19-Schutzimpfung ist unser Weg aus der Pandemie. Vielen Dank, Herr Dr. Busch. Wir gehen jetzt in die Fragerunde und die erste Frage kommt von Eine Frage an Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Lockdown für alle, heißt das auch Lockdown für die Schulen? Die Schulen bleiben nur für jene offen, die Betreuung benötigen oder Lernschwächen haben. Im Prinzip ist die Frage beantwortet, ich darf das gleich auch ergänzen. Das gilt sinngemäß auch in den elementarpädagogischen Einrichtungen, in den Kindergärten. Betreuung wird angeboten, aber im Prinzip soll das nicht relevant sein. Eine kurze Zusatzfrage. Gibt schon einen Ausblick, wie lange etwa dieser Lockdown dauert? Sie haben gesagt, hoffentlich vor Weihnachten noch. Wie konkret ist diese Hoffnung? Welche Perspektive haben Sie derzeit? Also wir haben mit unseren Mathematikern und Statistikern die Erfahrungen aus dem bisherigen Lockdown berechnen lassen und gleichzeitig in den Landeskrankenanstalten auch prüfen lassen, wie lange muss denn ein Lockdown andauern, um überhaupt Effekte zu erzielen. Beide kommen zum Ergebnis, es sollten mindestens 3, eher 4 Wochen sein. Und wir haben gesehen bei den bisherigen Lockdowns, dass nach 4 Wochen der sogenannte R-Wert, der maßgeblich ist für die Beurteilung der weiteren Ausbreitung, dann entsprechend gesunken ist. Allerdings noch ohne Berücksichtigung der Impfung. Die Impfung ist ja ein positives Element, genauso wie die Tatsache, dass wir, wenn der Lockdown am Montag in Kraft tritt, bereits 14 Tage 2G haben. Sie sehen ja selber, in den Straßen es ist nichts los, es ist in den Restaurants weniger los, in den Geschäften. Die Leute halten sich sehr zurück, es ist fast alles an Veranstaltungen abgesagt, auch sehr klug und freiwillig abgesagt. Dafür möchte ich mich auch für diese Vernunft bedanken. Das heißt, wir haben einen Vorlauf, der sich niederschlagen wird und wir haben dann die eigentliche Phase. Der technische Weg ist der, dass der Bundesminister Mückstein für Salzburg und Oberösterreich über unsere Ersuchung diese Verordnung erlassen soll mit Zustimmung des Hauptausschusses, damit wir da gemeinsame Regeln haben, auf die dann allenfalls auch andere Bundesländer zugreifen können. Das ist immer nur für die Dauer von 10 Tagen möglich und dann muss es erneuert werden. Und das gibt uns auch den Beurteilungsrahmen, nachdem wir dann sagen können, es wird verlängert oder es wird nicht verlängert. Und ich sage noch einmal, es ist eine Chance für uns alle, dass wir wieder in die Normalität zurückkommen. Lockdown ist ein kurzfristiges Mittel, aber es ist keine Lösung für die Pandemie. Das muss uns klar sein. Die Lösung für die Pandemie ist die Impfung. Und wenn wir nicht zu entsprechenden Durchimpfungsraten kommen, bei allen, aber insbesondere auch bei der Auffrischungsimpfung, bei dem sogenannten dritten Stich, dann werden wir diese Chance nicht haben. Daher noch einmal mein Appell, bitte nützen Sie jetzt die Gelegenheit, gehen Sie impfen. Wir haben es eigentlich selber in der Hand. Soweit also der Salzburger Landeshauptmann in einer Pressekonferenz, die wir gerade live übertragen haben. Er hat darin angekündigt, dass ab Montag in Salzburg sowie auch in Oberösterreich ein Lockdown kommen wird für die nächsten Wochen, mit der Aussicht, eine Woche vor Weihnachten möglicherweise diesen Lockdown wieder zu beenden. Aber wie Sie jetzt am Schluss auch gehört haben, Verlängerungsmöglichkeiten stehen natürlich im Raum. Es kommt ganz darauf an, wie sich die Infektionslage entwickelt. Er hat auch angekündigt, dass die Schulen schließen werden, in Salzburg jedenfalls. Darüber hinausgehend wissen wir es nicht, aber Landeshauptmann Stelzer von Oberösterreich hat gesagt, dass die Regeln einheitlich sein sollen in beiden Bundesländern. Das hieße jetzt also, dass es auch in Oberösterreich Schulschließungen gibt, aber nur wenn man voraussetzt, dass das wirklich so abgesprochen ist, auch in diesem Zusammenhang. Das wissen wir noch nicht und werden es hoffentlich im Laufe des Tages noch erfahren. Und das Neue, was Landeshauptmann Haslauer auch gesagt hat, ist, er möchte eine monetäre Belohnung für jene, die sich jetzt impfen gehen lassen, die jetzt impfen gehen oder sich impfen lassen, mit anderen Worten, also Geld für die, die jetzt zur Impfung gehen. Das wird noch spannend, welche Möglichkeiten es dafür gibt und was da diskutiert wird. Das werden wir vielleicht im Laufe des Tages auch noch erfahren.